Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farming Simulator 2017. Hier wieder auf der Gemeinderadel mit Seasons Mod. Und wir sind gerade in der Mitte des Sommers angekommen. Das heißt Erntezeit. Die geilste Zeit. Wie man schon schwer erkennen kann, ich sitze hier in meinem New Holland CR 99. Mit schwarzen Aufklebern. Mit einem 7,5 Meter Schneidwerk. Und ebenfalls von New Holland. Bin hier fleißig am Weizen dreschen. Gerste habe ich noch einen Schlag stehen. Der kommt demnächst, weil der noch nicht ganz reif ist. Raps, ja, dauert auch noch ein bisschen. Alles zu spät angesät. Hoffe, dass ich dann noch ein bisschen Ertrag runterhole. So, es hat sich einiges geändert. Zu erstmal hier auf der Karte. Ich habe jetzt mir Kühe geholt. Das Stroh habe ich mir erstmal vom Nachbarnbauern, ja, nennen wir es mal geliehen. Er hatte damit kein Problem. Habe ich einen Hundi in der Hand gedrückt für vier Ballen und habe gesagt, danke. Jo. Was soweit dir erstmal zu? 30 Kühe sind's, falls es einem interessiert. Mehrere Folgen noch, aber das Geld muss auch mitspielen. Ein bisschen baue ich hier natürlich auch noch für, ja, Materialien kaufen. So. Aber es hat sich natürlich auch multiplayer-technisch was geändert. Und zwar, ich bin, jo, kann man so oder so sehen, kein Teil mehr von Agrarservice Ost und West. Ich bin jetzt Teil von dem World of Farming Team. Keine Angst, wir sind, ne, was heißt auseinandergegangen? Sagen wir es mal so, Agrarservice Ost und West ist insolvent gegangen, aufgrund von mangelnden Mitarbeitern und, tja, ich meine, zu zweit auf eine Vierfachkarte ist Quatsch. Und dann standen ja auch so allgemein gut mit dem World of Farming Team in Kontakt. Aber wir hatten ja auch dieses Event zusammen gemacht, dieses Hexel-Event. Da lief das noch mit uns, sag ich mal, mit dem Agrar-Service-Team. Und naja, sind wir, sagen wir mal, ein bisschen aus der Brüche gegangen, weil, ja, wir wollten nur mal ein bisschen Vordermann, ne? Also wir wollten halt uns ein bisschen mehr aufbauen, mehr strukturieren in der Firma, aber dann mussten wir leider misslicherweise feststellen, dass unsere Angestellten, ja, scheiße sind. Deutsch gesagt, haben wir gleich rausgeschmissen, weil der kam ja nur, gibt's da zu dreschen? Nein, gibt es nicht, tschüss. So, die nächsten zwei haben auf zufälligerweise keine Lust mehr auf LS, seitdem die Regeln eingeführt wurden. Ich meine, es ist schon treu, dass man überhaupt Regeln einführen musste, aber sonst, ja, die haben es ja eh nicht kapiert. Haben sie dann nicht mal geschissen gekriegt, Fahrgassen zu machen. Ich meine, eben ist jetzt kein Vorurteil. Ich meine, wenn man sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, ist klar, aber wenn man denen das schon zeigt und ja, und zusammen hat es ja geklappt, alleine kriegen sie es nicht geschissen, komischerweise. Oh, das mit dem GPS nicht hin und hast nicht gehört und gesehen und ah, nee, zum Mäusemelken. Gut, da waren wir nur noch zu zweit. So, dann haben wir uns eines Tages, es war jetzt genau vor einer Woche, mit dem guten DJ Tobe unterhalten, der Steller von der World of Farming. Und die haben halt so gesagt, ja, bei uns läuft das momentan nicht so, uns hauen die Eingestellten ab, aufgrund, da wir die Regeln eingeführt haben und so. Die Regeln haben wir uns halt ein bisschen von denen abgeleitet, weil die haben auch sehr gute Regeln aufgestellt. Und ja. Gut. So einmal mehr dazu. Und dann hat er halt uns gefragt, wie das aussieht. Ich meine, zu zweit ist ja Quatsch. Ist ja auch richtig. Ob wir nicht bei dem mitmachen wollen. Und ich sag mal, also ich habe sofort so gedacht, so, oh ja. Weil ich meine, die spielen so super realistisch. Also, gut ab. So mit Fahrgeschwindigkeiten und Arbeitsgeschwindigkeiten und nicht überschwattern und so, das ist schon hammergeil. So muss halt eigentlich auch sein. Und ich hatte ja gesagt, aber Marcel hatte seine Zweifel. Dann habe ich ihn halt versucht ein bisschen zu überreden. Hat auch ein bisschen geklappt. Es hat zumindest für einen Tag gereicht. Dann ist er wieder zurückgegangen und ja, macht jetzt seinen Betrieb weiter hier. Jetzt heißt es Agrartechnik Ost und West. Und er spielt jetzt momentan auch auf der Gemeinderade im Multiplayer. Hm.
Und ja, und ich spiele jetzt bei World of Farming mit auf der Karte World of Farming. So. Oh nö. Du bleibst denn da jetzt dort stehen. Das ist uncool. Oh, das wird noch ein Spaß, das zu pressen. Ich meine, wir sind nicht böse auseinandergegangen oder so. Also das ist Quatsch. Wir sind, ja, nennen wir es mal friedlich auseinandergegangen. Nee, nee, was heißt, ich habe trotzdem noch Kontakt mit Marcel und... Oh. Das brauche ich jetzt nicht im Schwarz ablegen, das Blöde. Jo, dann hatten wir ein richtig geiles Event mit dem Korrebel von Simuplanet. Das hat auch mega viel Spaß gemacht. Da haben wir auf der World of Farming Feld 7 gehäckselt. Da hatten wir Mais zuvor angepflanzt. Hat auch richtig viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hat alles gut geklappt. Hätten natürlich noch mehr mitspielen können, also sagen wir mal von uns, aber... Jeder hat ja auch nicht immer Zeit. Ja, auch verständlich. Weiß nicht, ob Simuplanet den Livestream schon online gestellt hat. Eigentlich wollten sie das machen. Also Nachaufzeichnung, sag ich mal. Ansonsten müsst ihr mal vorbeischauen bei Simuplanet. In der Playlist da Livestreams oder wie die das heißt. Ich habe jetzt auch noch nicht weiter geguckt. Zuletzt hatte ich Sonntag geguckt, da war es noch nicht online. Jetzt haben wir es Dienstag. Möge vielleicht sein, dass es online ist. Weiß es nicht. So. Mal einen Durchbruch. So weiter. Das Ding ist voll. So, damit ihr auch was anderes seht, fahre ich das jetzt mal weg. Ich meine, ein bisschen passt zwar noch rauf, aber... Ja gut, 3000. Ich finde die AW80 sehen gar nicht schlecht aus. Die sind vom Mod-Hub. Jetzt auch erst rausgekommen. Ein AW80-Pack, das sind 4 Stück. Die reichen für mich. Ich fahre gerne. Sieht auch schön aus mit der Füllplane, dass er so halt so ein bisschen rüber guckt über den Hänger und nicht alles nur so flach auf den Hänger und so. Bin schon richtig schön aus. Blinker funktionieren auch alle. Licht sieht auch nicht schlecht aus. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Oh, wenn ich überlege, dass ich mir nochmal alle Felder kaufen möchte oder erzielt habe, hier so viele Felder zu haben. Bisschen Arbeit bis dahin.
Aber erstmal muss ich dieses Jahr gut was verkaufen. Ich habe dieses Jahr, sag ich mal, viel Gerste angebaut, weil ich ja Saatgut herstellen muss oder möchte. Donnern hier auch lang, ich trau mich gar nicht mit dem Dreier zu fahren. Das ist die Sonnenblume. Alles klar. Felder sind auch gegrubbert. Oh. Gut zu wissen. Weil sonst alles noch Stoppel. Was? Ja. Ja, man merkt, der 824 hat ganz schön zu kämpfen. Obwohl nicht viel drauf ist, sag ich mal so. Aber reicht. Für sowas reicht der. Vielleicht nochmal zum Wiese, Schwaden und sowas. Reicht vollkommen. So. Hof ist auf. Ja gut. Da laufen schon die Mumus. Ach, jetzt gibt er den hinteren ab. Alles klar. Ich meine, die Animation sieht auch nicht schlecht aus. Sieht schön aus. Kann man nicht meckern. Ne? Kann man wirklich nicht mit meckern. Gut, Freunde, ich werde ein bisschen weitermachen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Worüber ich mich noch mehr freuen würde, wäre natürlich ein Abo. Natürlich auch alles kostenlos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Entweder sieht man sich vielleicht nochmal im Livestream. Oder im nächsten Video. Was es sein wird, weiß ich natürlich wie immer nicht. Weil ich mache sowas spontan, worauf ich gerade Lust habe. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Oder einen Abend, Nacht, wann ihr dieses Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.